Heute möchte ich mal wieder lecker Praline machen. Genau genommen Kokosnusspraline. Und was wir jetzt dazu brauchen, das ist hier 100 Gramm Kokosnussraspeln, ein großer Löffel Butter und eine Dose Milchmädchen oder Lecce-Kondensat, sagt man auch, oder kondensierte Kondensmilch. Könnt ihr auch dann in meinem Video schauen. Kann man auch selbst machen, ganz schnell. So, zuerst nehmen wir unsere Milchmädchen und geben das in unseren Topf rein. Nun geben wir unsere 100 Gramm Kokosnussraspeln hinzu. Nun nehmen wir unsere Butter, schöne Esslöffel voll, das kommt jetzt dazu. So, das Ganze wird jetzt schön verrührt. Geht hin und stellt die Butter schon ein bisschen vorher raus. Dann löst sich das besser auf. Das wird jetzt alles zum schönen Brei verrührt. Und das wird ganz lecker. So, ich habe jetzt die Herdplatte auf Stufe 6. Wenn das jetzt so langsam warm wird, dann gehen wir mit der Stufe nach unten. Und es wird jetzt halt so lang gerührt, bis es fast karamellig ist. Aber das darf nicht karamellig werden. Also, das wird so lange gerührt, bis dann Blase schlage. Das werdet ihr dann gleich sehen. Einfach rühre und rühre und irgendwann fängt es dann an, so kleine Bläschen zu schlagen und dann ist es auch fertig. Das zeige ich euch jetzt gleich. Ja, das dauert schon seine Zeit lang. So, wir machen das ja im Kochtopf. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das auch im MC oder im Thermomix machen. Das geht natürlich auch, ich habe es schon gemacht. Das wird ganz super. Ihr müsst immer rühren und rühren. Ihr dürft nicht aufhören zu rühren, weil es darf auch nicht anbrennen. Deswegen müsst ihr immer rühren. So, wie ihr seht, das fängt ja jetzt schon Blase an zu schlagen. Und dann ist es auch gut. Man sieht es dann beim Rühren. So, wir machen ja zwei Sorte. Einmal mit Kokosnuss und einmal mit Erdbeergeschmack. Was wir dazu brauchen, ist nochmal eine Dose Milchmädchen, 200 Gramm Schlagsahne, ein Torteguss-Päckchen. Könnt ihr Gelatine mit Geschmack nehmen. Und nochmal ein Löffel Butter. So, was ihr dann jetzt noch dazu braucht, das sind natürlich Pralineförmchen. Wir benutzen wieder eine Dose Milchmädchen oder Kondensmilch. So, jetzt kommt 200 ml Sahne dazu. Das wird ganz lecker, Leute. So, was jetzt noch dazu kommt, das ist unsere Torteguss mit Geschmack, mit Erdbeergeschmack. Machen wir jetzt noch dazu. Dann kommt natürlich wieder unser Butter hinzu und das alles wird wieder verrührt. Denkt dran, dass ihr es kalt verrührt. Es wird alles erst kalt verrührt und später erst auf den Herd. Sehr wichtig. Sieht ja schon toll aus. So, wie gesagt, wir machen zwei Sorte Praline, eine mit Kokosnuss und eine mit Erdbeergeschmack. Wir haben den Herd jetzt wieder hochgedreht auf 6 und das wird jetzt wieder schön verrührt, genau dasselbe Spiel wie vorher. So, natürlich brauchen wir dann auch Förmchen und die habe ich dann mal schon vorbereitet. So, wie ihr seht, wir haben die ganze Zeit gerührt, das dauert ungefähr so 5 Minuten und dann wird das auch schön dick, wie ihr jetzt schon seht. Das brodelt ja so ein bisschen und das ist jetzt auch dann schon fast gut. Wir sind jetzt nochmal von der Herdstufe von 6 auf 3 gegangen. Wie ihr seht, es brodelt und das wird jetzt auch ganz, ganz steif. Das wird nachher so wie das andere. So, wie ihr seht, das wirft er jetzt auch schön in Blase. Und so ist es eigentlich auch gut. Und schaut, es so soll es eigentlich sein. Das wird jetzt natürlich dann, wenn man das kalt stelle, noch sehr fest werden. Ja, also so soll es sein. Jetzt müsst ihr rausfinden, da muss man das Gefühl davor kriegen. So, jetzt gehen wir hin und fülle das wieder um. So, jetzt habe ich das umgefüllt und hier haben wir jetzt unsere Erdbeersoße, sage ich mal, und hier unsere Kokosnuss. Das habe ich jetzt die ganze Zeit draußen kalt stehen gehabt. Das lasse ich jetzt auch ein bisschen abkühlen. So, wir brauchen jetzt nochmal einen Teller und eure Kokosnussraspeln reinmachen. Ja, könnt es dann auch ein bisschen bestreuen noch, wenn ihr möchtet. So, wie ihr seht, ich habe ja schon jetzt ein paar vorgemacht und ich zeige euch jetzt mal, wie man die so macht. Ihr braucht so ein bisschen Butter, ganz wenig Butter auf die Hand mache. Ja. Dann tun wir das verreiben. Dann nehmen wir hier von unserem Teig, könnt ihr dann
größer oder kleiner machen, wie ihr möchtet. Und dann wird es dann, könnt ihr sehen. Ich zeige es euch jetzt nochmal ganz kurz. Butter braucht ihr nicht immer drauf zu machen. Nur wenn es anfängt, nicht mehr gut zu werden, dann müsst ihr ein bisschen Butter dazu machen. Also jetzt wieder eine Kugel machen. Könnt ihr kleine Kugeln machen, große Kugeln, wie ihr möchtet. Seht ihr, das geht ganz, ganz schnell. Und halt jetzt wieder hier ein bisschen drin rum. Vielleicht so ein bisschen noch drüber machen. Und schon ist das wieder fertig. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das so ein bisschen noch die Seite ein bisschen drücken. Und dann sieht es dann aus wie eine Praline. So. So, ich habe mir auch schon ein paar vorgemacht. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das mache. So, ihr stellt euch jetzt wieder ein bisschen die Förmchen bereit, bis ihr dann rausfindet, wie das am besten geht. Und dann halt wieder zu einer Kugelform. Ich zeige es euch mal. Ich kann das sehen. Ja. Wenn ihr dann so mit dem Finger drüber fährt, könnt ihr das noch ein bisschen schön machen. So, also so sieht es aus. Und das geben wir dann hier rein. So, sieht doch klasse aus. Ein bisschen Butter in die Hand müsst ihr nehmen. Und dann habt ihr ruckzuck die Kügelchen, seht ihr? Da könnt ihr dann noch ein bisschen mit dem Finger so ein bisschen streichen. Dann sind die Unebenheiten sind auch weg. Geht wunderbar, ganz schnell. Ist allerdings Übungssache. Seht ihr, wie schön die werden? Wie gesagt, er braucht nicht so viel Butter, weil da ist ja viel Sahne drin. So, dann lassen wir das wieder hier reinkullern. Und schon habt ihr geile Praline. So, könnt ihr dann auch mal gucken. Da gibt es noch ein Video von mir mit Natur. Hier, heute haben wir hier Erdbeere und mit Kokos. Und jetzt kommen wir dann noch solche Perlen oben drauf. Und überall noch eins drauf. So, schaut es euch an. Ist ein hammermäßig geworden. Auch hammerlecker. Also die sind für mich das Leckerste. Ganz lecker geworden, wirklich. So, und hier haben wir ja dann unsere Kokospraline. Gut, dann ich sag da mal wieder tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marius Channel. Ciao, ciao.